Jesus wird festgenommen. Teil 2 der Ostergeschichte. Im Park der Gethsemane oder Ölbergkies angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie: Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht. Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest, und nicht, was ich möchte. Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf. Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht. Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging sofort mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten. Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben. Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er: Warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht. Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen. Und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten: Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen? Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an: Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs. Nein, sie müssen mich verwechseln. Klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte. Quatsch! Ich habe den Mann noch nie gesehen. Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht. In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr.